Der eine oder andere kennt mich schon von früher. Irgendwie habe ich es immer glücklich erwischt mit der Pull Position gleich nach der Begrüßung. Früher noch als Gast, inzwischen so quasi als Gastgeber. Deshalb von meiner Seite ein herzliches Willkommen an alle. Insbesondere freue ich mich natürlich, Sie stellvertretend für unseren Präsidenten, den Herrn Professor Dr. Martin Leitner und meinen Dekan, Dekan für Elektrotechnik, Professor Dr. Rainer Seck, hier auf der Amateurfunktagung zu begrüßen. Worum geht es in meinem Vortrag heute hier? Mal zur Abwechslung nichts Technisches, sondern beim Kramen in alten Aufzeichnungen haben wir festgestellt, dass die Amateurfunktagung und die Hochschule eigentlich sowas wie eine Sandkastenbeziehung sind. Die Hochschule war damals 5 Jahre jung, also 1976, ich übrigens damals 6 Jahre nebenbei bemerkt, von Amateurfunk habe ich noch nichts gehört zu der Zeit. Und die Tagung selber dürfte auch so um die 4, 5 Jahre alt gewesen sein. Und zu der Zeit war es, dass die Tagung von außerhalb hier ins Zentrum von München verlegt wurde. Und da hat man sich die Hochschule ausgeguckt und dabei ist es auch geblieben. Und ich denke, das ist vielleicht mal ein interessanter Punkt, dass man mal zurückschaut. Beide haben sich entwickelt. Wie sich der Amateurfunk entwickelt hat, das wissen Sie besser als ich. Aber was hat sich an der Hochschule getan? Der ein oder andere wird es äußerlich gemerkt haben, wir sind ja umgezogen vom E-Bau hierher. Sie natürlich mit der Tagung dann automatisch mit. Aber inhaltlich hat sich natürlich auch ein bisschen was getan. Und ich denke, auch der ein oder andere hat vielleicht hier studiert und interessiert sich dafür, weil es eine Zeit lang her ist. Was hat sich eigentlich hier an der Elektrotechnik-Fakultät getan? Wieder andere haben erfolgreich ihre Begeisterung für Amateurfunk, Elektrotechnik weitergegeben, zum Beispiel an Kinder, Enkel und so weiter. Also sprich, da wird man vielleicht auch mal gefragt, ja, wo kann man eigentlich Elektrotechnik studieren? Ja, ein bisschen Schleichwerbung an der Stelle sei mir da auch gestattet. Das würden Sie dann zwischen den Zeilen merken. Und zu guter Letzt, denke ich, der ein oder andere, der schon oft auf der Tagung war und der einfach sagt, ja, was ist eigentlich hier die Hochschule, wir waren schon so oft da, ein bisschen Hintergrundwissen. Wie habe ich es aufgeteilt? Sie sehen zwei Hauptpunkte, spiegelt sich ja eigentlich auch der Titel meines Vortrags wieder. Ich werde ein bisschen was zur Hochschule erzählen und ein bisschen was zur Fakultät. Wie üblich, ein bisschen mit Zahlen, Diversity oder Vielfalt auf Deutsch, denke ich, ist ein interessantes Thema. Sie werden gleich sehen, wie vielfältig wir sind und zu guter Letzt, wer zeichnet uns aus? Und so ein bisschen ähnlich das Gleiche über unsere Fakultät. Da habe ich was reingenommen, der ein oder andere wird es kennen. Für andere ist es völliges Neuland, deswegen denke ich, ist es interessant. Gerade wenn Sie im Bekanntenkreis jetzt Kinder, Enkel haben, die Elektrotechnik studieren wollen, stellen Sie fest, ui, ist alles anders als zu meiner Studienzeit. So der erste Eindruck, Sie werden sehen, so völlig anders ist es nicht. Es gibt halt neue Abschlüsse. Auch der ein oder andere ehemalige Arbeitskollege habe ich hier schon unter den Reihen entdeckt, die gerne unsere Studenten im Praktikum beschäftigen. Da ist auch ganz gut, wenn ich so mal auf dem Weg ein bisschen transportieren kann. Was ist ein Bachelor, was ist ein Master, was unterscheidet die? Gerade wenn es um den Abschlussarbeiten geht, dass man das entsprechend dort richtig einordnet. Gut, legen wir los. Vielleicht was zur Namensgebung. Die meisten kennen die Einrichtung hier unter dem Begriff Fachhochschule und auch ich sage eigentlich oft so dazu und das ist auch nicht falsch, das bleibt weiterhin so. Der etwas modernere Begriff ist eben Hochschule für angewandte Wissenschaften, HAW abgekürzt, das vielleicht einfach mal an der Stelle. Die Hochschule München selber ist die zweitgrößte in Deutschland. Wir schreiben meistens eine der größten, weil Sie sehen hier oben, so unter den zweiten und dritten Plätzen, da wird es eigentlich sehr ähnlich in den Zahlenwerten. Daher eine bisschen abgeschwächte Formulierung. Gemessen wird also immer die Anzahl der Studierenden als Parameter. Natürlich können Sie andere Vergleichskriterien auch anlegen, wie die Anzahl der Studiengänge und so, dann ändert sich vielleicht die Anordnung da ein klein wenig, aber im Großen und Ganzen wird das ähnlich bleiben. Vielleicht mal eine Preisfrage in die Runde, wenn wir von Studierenden reden. Sie sehen ja, wir haben hier also 18.000. Wie viele Studierende haben wir denn in München insgesamt an Münchner Hochschulen? Hat jemand eine Vermutung? 100.000 kommt recht gut hin. Also es sind 120.000 etwa.
Also wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, das ist eine Achtel der Million, also schon eine ganz erkleckliche Menge. Wie teilen sich die auf? Hier sieht man es ein bisschen und da haben Sie auch ein bisschen den Vergleich hier zu uns. Sie sehen also, so eine Hochschule München, wie wir uns nennen, ist also eine halbe TU, unsere große Schwester, also groß passt da wirklich definitiv. Die LMU ist sogar noch einen Ticken größer. Man hätte auch noch eine Preisfrage stellen können, die ist ein bisschen schwerer. Wie viele Hochschulen gibt es denn eigentlich in München? Und da kommen Sie auf 10 ungefähr. Was man eben vergisst, die ganzen kleinen Spezialisierten, die vielleicht kleiner sind als unsere Fakultät. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Es ist also eine recht bunte Bildungslandschaft hier in München. Jetzt könnte ich Ihnen die Fakultäten hier im Hause aufzählen, aber ich glaube, das wäre ziemlich erschöpfend. Hat jemand eine Vermutung, wie viel Sinn? Haben wir jemanden da? 10 kommt schon fast hin, noch ein bisschen drauf. 20 ist viel, treffen uns in der Mitte, 14. Also 14 sind es. Ich habe jetzt die Oberbegriffe hier gewählt, man nennt es dann die Studienfelder und da sehen Sie eigentlich recht schön, also Design ist vertreten, nichts Größeres, Soziales, Wirtschaft und ziemlich genau mit 2/3 die Technik. Darunter dann kann man sagen, auch wieder auf Gesamt bezogen Elektrotechnik mit 7,3%. Gibt es von Ihrer Seite zunächst mal soweit Fragen? Also wenn Sie Fragen haben, tun Sie mich gerne unterbrechen. Ja, gerne. Nein, also wenn Sie es runterrechnen auf 14 Fakultäten, die wir sind, dann sind wir irgendwie die drittgrößte Fakultät im Haus. Ja, Maschinenbau ist definitiv größer, der ist fast doppelt so groß wie wir. Ja, zum Teil Tradition hat sich einfach so entwickelt. Also tue ich mir jetzt auch schwer mit Erklärungsversuchen. Aber ich relativiere es mal so, klein sind wir eigentlich gar nicht. Prozentual insgesamt in Deutschland ist das noch ein... Ja, hätte ich schon sagen, Gut, dann vielleicht eine andere Frage, könnte man an der Stelle stellen, wie viele Professoren gibt es im Haus? Na, es sind mehr als 100, deutlich mehr. Na, 1000 wäre zu viel. Treffen wir uns wieder in der Mitte, machen wir so wie vorher. Dann kommen wir ungefähr auf 475. Und das können Sie auch umrechnen jetzt auf die Studenten. Dann kommen Sie also drauf, dass auf einen Professor ungefähr so 38 Studenten treffen. Das ist auch gut so, weil unsere Unterrichtsform sich ja durch seminaristischen Unterricht auszeichnet. Und es gibt natürlich auch Spezialvorlesungen, da bringen Sie die 38 gar nicht zusammen. Das heißt, umgekehrt wird es nicht immer so sein, dass 38 Studierende Anspruch darauf haben, dass sie nicht mehr als 38 in der Gruppe sind. Das machen wir deutlich mehr. Man muss halt irgendwo dann einen Kompromiss finden. Aber im Schnitt kommen wir eben auf diesen Wert. Absolventen pro Jahr wäre auch noch so eine Zahl, die vielleicht ganz interessant ist. Da sind wir bei 1900, also fast 2000. Gut. Dann würde ich sagen, starten wir ein bisschen weiter zu dem Thema Vielfalt. Ich denke, das ist jetzt was, was ganz typisch für eine Fachhochschule ist, also nicht nur für uns, sondern generell für Fachhochschulen, das ist diese Vielfalt. Die können Sie eigentlich in drei Achsen aufteilen. Das sind einmal die Zugangsqualifikationen. Wir haben also sowohl den klassischen Abiturienten, der einen Ingenieurstudiengang ergreift und selber aber vielleicht humanistisches Gymnasium gemacht hat, großes Latinum hat, ich habe es nicht. Auf der anderen Seite BOS, FOS, Meister und Auslandsabitur, wo sich also vielleicht einfach dadurch dann Unterschiede ergeben, weil die Länder unterschiedliche Anforderungen haben, was Sprachen, was Technikfächer betrifft. Zum anderen haben wir hier auch eine große Vielfalt an Disziplinen. Das ergibt sich einfach aufgrund der Größe der Hochschule, dass wir sehr viele Studiengänge haben. Sie sehen das hier, die einen entsprechend hohen Spezialisierungsgrad haben. Und zum anderen haben wir eben, ich denke, das wird auch an den Unis so sein, da sind wir jetzt nicht irgendwie eine besondere Ausnahme, dass wir eben noch eine dritte Achse hier haben, das sind die Lebensumstände. Also ich habe auch erst den Begriff Erstakademiker lernen müssen. Darunter versteht man also einen Jugendlichen, der eben aus einem Elternhaus ist, wo niemand Akademiker ist. Das ist schon ein Stück weit eine Hürde, weil sie eben manches einfach nicht mitkriegen, was für andere selbstverständlich ist. Die kriegen das einfach mit bei den Eltern. Auch
in München, Sie wissen, dass ein teures Pflaster ist, also berufstätige Studierende, duale Studierende, Austauschstudierende, ich glaube so um die 300 haben wir, die jährlich zu uns kommen, ein Semester hier verbringen im Austausch. Ist natürlich ein Hintergedanke dabei, dass unsere Studenten auch ins Ausland gehen können. Und im Ausland sind in der Regel die Uni so organisiert, dass sie dort Studiengebühren zahlen, so 10.000 US-Dollar oder sowas. Und das empfällt natürlich für unsere Studenten, wenn wir vom Ausland Studierende nehmen. Das ist auch ein bisschen Hintergedanke an der Stelle dabei. Hier haben wir noch mal ein bisschen die Vielfalt des Angebots dargestellt. Werde ich auch später was zu Bachelor- und Masterstudiengänge sagen. Sie sehen auch da schon angemerkt, dass es also so Teilzeitvarianten gibt, eben auch dieser Tatsache geschuldet, dass viele Studierende heute, vor allem in höheren Semestern, dann berufstätig sind. Auch die Möglichkeit, während der Berufstätigkeit zu studieren, gibt es also schon in einigen Ansätzen hier. Es gibt Zertifikate, ein paar, die man erwerben kann. Ist ein Zweig, der im Moment gerade ein bisschen ausgebaut wird. Und auf der anderen Seite eben hier das klassische duale Studium, das sich eigentlich jetzt schon recht gut eingefasst hat. Da sehen Sie also auch, wie viele Studiengänge es dazu gibt. Und zu einer Fachhochschule gehört eben heute auch, früher nicht, aber heute definitiv Forschung, angewandte Forschung. Und da sehen Sie eben auch hier, dass es junge Leute gibt, die bei uns promovieren, wobei man mit der Einschränkung dazu sagen muss, das ist immer eine kooperative Promotion. Also rechtlich ist es so, dass der Doktorvater von der Uni sein muss. Das ist so, die Hochschulen sind da auch noch ein bisschen am Kämpfen dafür, dass sich das vielleicht auch noch ein Stück weit ändert, weil fairerweise muss man natürlich sagen, für den Doktorvater von einer Uni ist es so, dass der ja von dem Studenten nicht so viel hat. Der ist ja bei uns. Also ist es die Frage, wie fair es ein Stück weit hier für die Kollegen ist. Andererseits ist es auch so, dass die Universitäten das auch ein Stück weit verteidigen. Das Promotionsrecht kann man verstehen, ist historisch ein bisschen einfach gewachsen. Aber ich denke, im Laufe der Zeit wird sich hier ein Abgleich ergeben. Und es bewegt sich ja eigentlich auch schon mit der kooperativen Promotion in eine ganz richtige Richtung. Gut. Gibt es Fragen von Ihrer Seite noch zu der Übersicht? Ja? Komme ich später noch drauf, aber ich greife es gerne auf. Es gibt also seit etwa 3-4 Jahren den Forschungsmaster. Die Idee dabei ist, dass derjenige ein bisschen abgeschaut bei einer Promotion von Anfang an in ein Projekt eingebunden ist, was für uns natürlich lukrativ ist, weil jemand, der bei uns einen Bachelor zum Beispiel macht und für eine Bachelorarbeit ein halbes Semester nur Zeit hat, bis man den angelernt hat, dabei ist er schon wieder fertig. Beim Master ist es ein bisschen günstiger, da ist es ein halbes Jahr. Aber Sie merken, um ein Labor, ein Projekt dort zu starten, brauchen Sie jemanden, der, wir wissen es ja aus eigener Erfahrung von der Industrie, 2-3 Jahre an einem Thema dran sitzt. Diese Kontinuität ist wichtig. Das haben wir so ein bisschen versucht, dort abzubilden, wobei man da sagen muss, das ist ja jemand, der gerade mit seinem Studium beginnt, aber gleichzeitig auch mit dem Projekt. Der wächst also da sukzessive hinein. Das ist so die Idee bei dem Forschungsmaster. Ähnlich wie bei der Promotion hier zu sehen, sind nur ausgewählt wenige, weil natürlich die Forschung bei uns hier was ist, was der Lehre dienen soll. Wir werden also hier nicht vorhaben, einen Nobelpreisträger hervorzubringen. Insofern wird es immer eine kleine Zahl sein und auch bleiben, egal wie sich die politische Landschaft hier ändert. Gerne, ja? Ja? Also das ist eine gute Frage, das war auch schon, die Frage entstand auch schon mit dem Bachelor, darf sich ein Bachelor noch Ingenieur nennen? Da gab es tatsächlich eine heiße Diskussion, Ergebnis war, ja, ein Bachelor darf sich Ingenieur nennen. Das Wort Diplom fällt allerdings weg, weil den Titel hat er ja in dem Sinn nicht mehr. Aber Ingenieur ist völlig korrekt, ja, gern. Ist ein bisschen schwierig, weil wir nicht so den Einblick in die Industrie haben. Ui, ja, danke. Ah, richtig, und in der Aufzeichnung, Anne, danke für den Hinweis, Herr Kollege, danke. Also, die Frage war, wie ist es in der Industrie, das anteilige Verhältnis, Bachelor, Master, aber da haben wir nicht so den Einblick, da kann ich jetzt an der Stelle nicht so viel sagen. Wie es hier ausschaut, anteilig werden wir gleich sehen, komme ich noch dazu, gerade insbesondere an der Fakultät. Gut, dann starten wir weiter.
Hier haben wir ein bisschen aufgelistet, wer zeichnet uns aus, worauf wir uns sehr, oder worüber uns wir sehr gefreut haben. Ich hätte es beinahe gesagt, worauf wir stolz sind, worüber wir uns gefreut haben. Wir haben hier bei diesem Trends Emerging Wettbewerb, wo also Unis und FHs in einen Topf geworfen werden, jetzt im letzten Jahr sehr gut abgeschnitten, auch in der Vergangenheit mit dem 5. Platz. Wenn man denkt, wie viele Hochschulen es deutschlandweit gibt, sind wir schon nicht ganz schlecht dagestanden. Das freut uns natürlich, wenn unsere Absolventen durch die Art, wie sie an ihre Aufgaben herangehen, draußen in der Industrie zeigen, dass sie eben in diesem frühen Stadium ihres Berufslebens schon ein gewisses Maß an Erfahrung mitbringen. Employability ist das englische Pseudonym dafür. Und das ist hier von, ich glaube, 500 Personaler waren es, die das bewertet hat. Dann in der Wirtschaftswoche gibt es regelmäßig so ein Ranking. Da waren wir also in der Vergangenheit auch immer gut vertreten. Sie sehen es auch ein bisschen an den Bewerberzahlen, dass wir viel mehr Bewerber haben, als wir eigentlich nehmen können. Wobei man auch fairerweise natürlich dazu sagen muss, da fallen auch mehrfach Bewerbungen drunter, dass sich junge Leute eben für verschiedene Studiengänge oder verschiedene Hochschulen bewerben und darauf warten, wie das Auswahlverfahren rausgeht. Also sprich, von denen, die jetzt hier abgelehnt wurden, denke ich mal, haben die meistens noch irgendwo anders eine Bewerbung laufen. Das spiegelt sich natürlich umgekehrt auch in der hohen Zahl wieder. Zum anderen tut sich hier sehr viel mit Unternehmensgründung. Auch hier finden Sie also zwei Auszeichnungen stellvertretend genannt, wo wir also regelmäßig auf den ersten Plätzen rangieren. Das Stichwort ist das Strashek Center, das es hier an der Hochschule gibt und eben jungen Leuten die Möglichkeit in die Selbstständigkeit, alles was dazu an Skills und Dingen gehört, mitzugeben, die auch ein Stück weit zu betreuen, auf diesen Schritt selber ein Unternehmen aufzubauen. Haben wir auch konkret bei Absolventen aus unserer Fakultät. Damit bin ich eigentlich schon beim nächsten Thema, und zwar unsere Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik. Vielleicht auch hier wieder ein paar Zahlen. Was ist so interessant? Einmal, was in der Frage vorher angeklungen ist, wie teilt sich das auf, Master, Bachelor? Das sehen Sie jetzt hier mit dem blauen respektive roten Balken. Wobei der Maßstab insofern ein bisschen verzerrt ist, als natürlich ein Bachelor, das muss ich jetzt vorausschießen, 7 Semester dauernd und ein Master 3 Semester. Das muss ich irgendwo im Hinterkopf jetzt haben. Da wird natürlich wegen größerer Latenzzeit hier der blaue Balken einfach ein bisschen größer sein. Den Frauenanteil habe ich auch mal mit dazu genommen, weil das für uns auch ein interessantes Thema ist. Hochschulweit sind wir etwa bei 40%. Elektrotechnik ist traditionell, ich kann mich an mein eigenes Studium erinnern, da waren es, glaube ich, so um die 2%, zumindest gefühlt. Hat sich schon was entwickelt, denke ich, wird sich auch einen Schritt weit weiterentwickeln, so um die 12,5% liegen wir hier. Sie sehen auch, dass es äußere Einflüsse gibt, die uns starke Schwankungen bereiten können, wie hier G8 oder Wegfall der Wehrpflicht oder Ähnliches. Gibt es Fragen zunächst mal? Ja, gerne. Richtig, das war also die Frage mit dem G9. Da könnte sich wieder was ändern, dass es bei uns ein bisschen aushungert. Das ist richtig. Und zum anderen sehen Sie auch, Sommer- und Wintersemester sind nicht ganz gleich. Da ist immer ein Unterschied. Das merkt man auch auf der ganzen Linie. Also auch hochschulweit können Sie diesen Unterschied feststellen. Weil der reguläre Weg ist, dass die Leute eben im Sommer fertig werden und zum Wintersemester das Studieren anfangen. Hinten aus, am Ende des Studiums, verschleift es diesen Unterschied. Das sind die Zahlenwerte der Absolventen, Sommer wie Winter, praktisch fast identisch. Hier habe ich jetzt mal das Thema aufgegriffen, Diplom-Ingenieur früher, Bachelor heute, oder nehmen wir gleich den Master noch mit dazu. Was hat sich geändert? Was waren auch die Vorgaben von politischer Seite? Das sind diese 10 Semester. Also das war eine Vorgabe von der Politik. Entstanden ist das Ganze durch den Bologna-Prozess 1999, dass eben, ich glaube, 29 EU-Minister sich hier geeinigt haben und gesagt haben, wir wollen europaweit vergleichbarere Bildungsstandards haben und so ein Stufenmodell, wie es im angelsächsischen Bereich gang und gäbe ist, wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und die Umsetzung ist jetzt die, dass eigentlich den einzelnen
FH bzw. der Uni überlassen wurde, wie teilt ihr das auf? Aber wir wollen nicht mehr Kohle rausrücken, also es bleibt bei den 10 Semestern. Ist auch eine politische Sache, dass man gesagt hat, die Leute sind eh schon so alt, wenn die mit dem Studium fertig werden, also mehr als 10 gibt es nicht. Und da sieht man jetzt unterschiedliche Aufteilungsformen. Die Fachhochschulen haben eben gesagt, okay, für uns ist wichtig, dass unser Bachelor berufsqualifizierend ist. Und wenn wir das sagen, meinen wir das ernst? Randbedingungen dafür, ein ganzes Praktikumssemester. Das würden Sie an der Uni nicht finden, die machen 9 Wochen Praktikum. Diese Praktikas, die ich noch im Studium machen durfte, die gibt es in dem Sinn nicht mehr. Sie können fast schon bösartig das mit den 6 Wochen hier vergleichen. Das ist eigentlich schon für einen Ingenieur, der später arbeiten möchte, ein bisschen wenig. Ich sehe es halt umgekehrt bei unseren Leuten, wenn die draußen sind, dieses halbe Jahr in der Industrie, tut ihnen wirklich gut. Da, sage ich mal, entwickeln sich auch schon so erste Anbandelungen Richtung Abschlussarbeit dann auch, dass dem bei der Firma gefällt und die Firma sagt, ja, der Mann ist gut. Und wir werden nachher sehen, da liegt noch ein Semester dazwischen und dann kommt die Bachelorarbeit. Das ist gerade für eine Firma dann so ein halbes Jahr, brauchen die vielleicht auch sich ein Thema für den zu überlegen, das einigermaßen dann auch eine runde Sache ist. Also dieses Praxissemester ist wirklich eine sehr gute Geschichte an der Stelle. Der Nachteil bei der Sache, den sehen Sie hier oben, dass wir eben dann für den Master nur 3 Semester Zeit haben. Davon fällt ein Semester für die Masterarbeit weg, bleibt also eigentlich nur 2 Semester Studium. Das Ganze ist also dann entsprechend sportlich. Das sehen wir auch zum Teil hier, wenn wir Kandidaten aus dem eigenen Hause ablehnen müssen, weil wir eben tatsächlich, weil die Sache so stramm organisiert ist, doch einen ziemlich hohen Level anlegen müssen an Zugangsvoraussetzungen. Wen von unseren eigenen Leuten lassen wir zu für den Master? Frage gern. Okay, also die Frage ist, wie ist der alte, in Anführungszeichen alte Diplom-Ingenieur einzuordnen? Ich würde sagen, irgendwo dazwischen. Es gibt ja, oder gab, muss man jetzt sagen, erfreulicherweise muss man sagen, gab diese Abgrenzung, dass wer an der Fachhochschule abgeschlossen hat, musste noch in Klammern dieses FH schreiben. Solche Sachen fallen hier jetzt komplett weg. Also Bachelor ist Bachelor und Master ist Master. Da gibt es nichts mehr in Klammern FH. Das ist vielleicht auch ganz interessant an der Stelle zu erwähnen. Weitere Fragen? Gerne. Gute Gelegenheit. Aktuell nichts. Okay. Dann, ja. Haben wir selber nicht, ja, also ich wiederhole kurz die Frage. Frage zielt dahingehend, wir haben vorher ja schon erwähnt, die Schwesteruniversität, die, also ich bin es nicht, da stört irgendeiner draußen rein. Okay, oh. Ja, war gut. Wir haben also hier ja die Schwesteruniversität und es ist Tatsache, dass Sie mit einem Bachelor von der Fachhochschule auch dann für den Master an eine Uni gehen können. Also auch dieses Kreuz und Quer geht, auch das Umgekehrte geht, haben wir auch schon gehabt. Aber wir haben jetzt nicht den Überblick, wir sehen einfach so und so viel gehen weg. In Einzelfällen wissen wir es vielleicht sogar, da ist einer abgelehnt worden und ich höre später mal von dem und weiß jetzt, wo der seinen Master macht und dass er doch einen Platz gefunden hat, aber woanders. Das gibt es alles. Aber Zahlen habe ich da nicht. Ja? Eine Frage, wie alt ist dein ältester Student? Kann ich nicht sagen. Bin ich überfragt, tut mir leid, bin ich überfragt. Und es ist ein bisschen schwierig zu sagen, und zwar, weil, Sie haben es ja vorher gerade gesehen, wir haben auch Meister, die studieren, und da kann es jetzt sein, ein Meister, der irgendwie ganz normal im 3. Semester ist, aber eben halt mit 40 das Studieren angefangen hat. Also insofern, das gibt eine verzerrte Aussage, deswegen habe ich es auch nicht recherchiert. Gut, machen wir weiter, ich kriege immer schon so komische Handzeichen. Hier habe ich noch mal ein bisschen aufgelistet, was sind so die Vor- und Nachteile von dem Ganzen. Also Vorteile, denke ich, dass Sie als Student, wenn Sie den Bachelor haben, zumindest bei uns was Berufsqualifizierendes in der Hand haben, ist interessant, wenn der später während seinem Master arbeiten will. Dann wird er nämlich auch richtig bezahlt und nicht bloß als Werkstudent, weil er einen Abschluss hat. Dieser Wechsel ist auch interessant, dass Sie, wie ich gerade gesagt habe, also die Hochschulform wechseln können, aber auch in gewissem Umfang die fachliche Ausrichtung. Das kann gerade sein, dass der über sein Industriepraktikum die Liebe zu einem bestimmten Themengebiet gefunden hat und das dann hier entsprechend abbilden kann.
dass dieses Klammer FH weggefallen ist und auch das Auslandssemester leichter integrierbarer sind. Das Ganze ist besser vergleichbar. Es gibt diese ECTS heute. Das ist also, wenn Sie so wollen, die Währung, in der die Workload abgerechnet wird, die die Studenten haben. Also die Sachen sind untereinander besser vergleichbarer geworden. Aufwand war sicher da für die Umstellung, auch Unsicherheit bei allen Beteiligten, gerade denen, die noch den Dippel-Inch begonnen haben und dann zügig fertig studieren mussten. Das will ich an der Stelle nicht verschweigen. Nachteil ist auch, dass Sie eben als Student für eine Bachelorarbeit nur ein halbes Semester Zeit haben und nebenbei noch Vorlesungen hören müssen. Das ist ein bisschen ungünstig, das ist ein bisschen schade eigentlich an der Stelle. Andererseits, ich tröste immer meine Leute und sage, gut, für Master habt ihr ja dann mehrere Zeit. Und in der Industrie ist auch so, dass ihr mehrere Projekte gleichzeitig machen müsst. Und insofern Vorlesungen hören und gleichzeitig ein Projekt machen, ist vielleicht eine ganz gute Vorgeschmack oder Übung auf das. Und vielleicht auch ein Nachteil, dass halt für die Master in unserem Fall dann nur 3 Semester noch übrig bleiben. Hier vielleicht eine bisschen verwirrende Grafik, aber da steckt ziemlich viel drin an Informationen. Sie haben also nach oben die Semester aufgetragen. Jetzt wird es nochmal konkret, also 7 Semester für den Bachelor, 3 hier für den Master. Und die Breite zeigt Ihnen an, wie viele Studierende sich jeweils bei uns in der Fakultät in den jeweiligen Studiengängen befinden. Und an den Überschriften sehen Sie, was bietet man überhaupt an. Es gibt also Bachelor, Elektro- und Informationstechnik. Der hat dann wieder 4 Vertiefungsrichtungen, was wohl auch nötig ist, wenn Sie sehen, dass das 640 Leute sind. Zum anderen gibt es einen Bachelor Elektromobilität und Bachelor Regenerative Energien. Also in Summe 1050 Studierende, die wir etwa haben. Und danach, da ging ja auch eine Frage hin hier oben, wo die jetzt jeweils hinwandern, wissen wir nicht. Ob die in die Industrie gehen, noch einen Master machen. Was wir sehen, ist halt die Menge an Studierenden, die wir hier in die Masterstudiengänge übernehmen. Da gibt es eben darauf aufbauend auf den Elektrotechnik, den Master Elektrotechnik, auch wieder mit 6 Vertiefungsrichtungen. Es gibt den Master Systems Engineering, den gibt es hier schon sehr lang im Haus. Und neu eben jetzt der Forschungsmaster. Da sehen Sie, im Forschungsmaster sind es gar nicht so arg viel, weil das natürlich auch eine ziemlich betreuungsintensive Sache ist und sich auch nicht allzu viele der Studierende dafür eignen. Und umgekehrt sehen Sie auch, dass wir aktuell, ich glaube 3 sind es, bin mir nicht einmal ganz sicher, plus minus 1, eher plus 1, hier an Doktoranden im Haus haben. So stellt sich das bei uns in der Fakultät dar, was ich vorher allgemein geschildert habe. Gibt es Fragen von Ihrer Seite noch dazu? Ich bin jetzt einfach so frei, weil das ist quasi so die letzte Gelegenheit für Fragen. Ich überspringe dann ein paar Folien. Was ich jetzt so erkläre, brauche ich nachher nicht mehr auf die anderen Folien zeigen, geht es ein bisschen schneller. Vielleicht ein paar Worte zu diesem großen atomaren Block hier, der ist ja eigentlich bloß jetzt oben untergliedert. Da sehen Sie, da tut sich was mit Spezialisierung. Klar sind hochspezialisierte Sachen dann Spezialvorlesungen, die es dann in höheren Semestern gibt. Wie schaut es unten aus? Also die ersten 2 Semester brauchen wir erfahrungsgemäß für positive Angleichen der unterschiedlichen Zugangsvoraussetzungen. Also da verlieren wir ein bisschen Zeit, ist aber halt einfach technisch so notwendig bei der Vielfalt. Ich glaube, da macht einer Morsebetrieb, so wie sich das anhört. Oder so. Gut, das überspringen wir ein bisschen, dass nicht zu viel wird. Bei dem Master vielleicht noch der Hinweis, den kann man bei uns eben auch Teilzeit machen. Dann verlängert sich das Ganze auf 6 Semester, eben mit dem Hintergedanken, dass die Leute intensiv nebenbei arbeiten und schon als Bachelor eingestellt sind, was die Sache auch vielleicht ein Stück weit lukrativer macht. Forschungsmaster überspringe ich mal hier und komme jetzt langsam zum Schluss, weil die Zeit auch schon ein bisschen drängt. Ein bisschen Reklame noch in eigener Sache. Es gibt demnächst einen Girls' Day und einen Boys' Day. Sie sehen, adressiert sind immer so überkreuzt die Sachen, wo wir wenig Jungs bzw. wenig Mädels in den Studiengängen haben. Wenn Sie jemanden im Bekanntenkreis haben, machen Sie ein bisschen Werbung dafür, nähere Informationen. Dafür finden Sie auf unserer Homepage. Ich selber bin eigentlich soweit am Ende von meinem Vortrag. Zeit drängt auch schon ein bisschen. Möchte aber nicht die Gelegenheit versäumen, uns allen eine interessante
um vor allen Dingen auch friedliche Tagung zu wünschen. Ich denke, in den letzten Jahren ist es oder Monaten wirklich so, dass man es überhaupt Frieden mal in den Mund nehmen sollte. Und ich denke, die Amateurfunker sind da auch wirklich die Pioniere, denn die haben durch ihren Funkbetrieb eigentlich fundamental zur Völkerverständigung beigetragen. In diesem Sinne machen Sie es weiter. Gut so. Danke für die Aufmerksamkeit.